Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Widder-Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Widder stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Ja, und zwar für den Juli. Wir schauen uns heute den Juli an. Was zeigt sich im Juli für die Widder energetisch und praktisch? Was zeigt sich? Was zeigt sich? Ja, also wir haben hier schon mal die Konjunktion der südliche Mondknoten und das Haus 5. Ja, da sehen wir auf jeden Fall hier wieder größere Veränderungen. Da geht es darum, etwas loszulassen hier. Dinge, die dich hier beschränken, alte Muster, die Komfortzone so ein bisschen hier zu verlassen mit dem südlichen Mondknoten. Da haben wir immer einfach so alte karmische Reste, alte Gewohnheiten, mitgebrachte Themen, die im Laufe des Lebens hier so ein bisschen aufgelöst werden wollen. Um dich in dein volles Potenzial zu entwickeln, Richtung nördlichen Mondknoten. Und das Haus 5 ist das Haus vom Löwen. Das heißt, im Juli ist es für dich wichtig, kreativ zu sein, Spaß zu haben, nach draußen zu gehen, deine Leidenschaft zu leben, dich zu zeigen, selbstbewusst aufzutreten. Also Feuer, Optimismus und Zuversicht hier. Ja, es ist eine Energie, die grundsätzlich zu dir passt. Als Widder bist du ja auch sehr feurig. Ja, und da darfst du jetzt einfach dich selbstbewusst zeigen und dich den Dingen widmen, die dich einfach begeistern und dir Spaß machen und dich so ein bisschen aus alten Beschränkungen befreien. Die Konjunktion, die wir jetzt hier noch als astrologischen Aspekt dazu bekommen, zeigt das Zusammenspiel von zwei Kräften, von zwei Energien, die sich hier verbinden, um, ja, je nachdem, welche Kräfte sich da verbinden, kann es sich positiv unterstützend auswirken, manchmal aber auch gewisse Herausforderungen oder Lernaufgaben bringen. Das können wir jetzt hier nicht sehen, welche zwei Energien sich hier verbinden. Aber wenn es die Löwe-Energie und der südliche Mondknoten ist, ja, dann ja, in der Konjunktion könnte das hier einfach darum gehen, dass du mehr für dich einstehst, mutig, wie gesagt, deine Ziele verfolgst, dich begeistern lässt oder vielleicht auch ein kreatives Hobby oder irgendetwas, was dich hier inspiriert oder begeistert. Es ist auch das Haus der Kinder. Vielleicht geht es auch darum, wieder kindlich zu sein oder auch Zeit mit Kindern zu verbringen oder sich da begeistern zu lassen. Es geht um das Spiel, um die Leidenschaft und dein Selbstbewusstsein. Ja, und dafür dürfen hier irgendwelche Themen auch losgelassen werden. Vielleicht bekommen wir noch mehr Informationen zu dieser Konjunktion. So, hier haben wir jetzt zwei Energien. Da geht es um deine Träume. Du darfst dir deine Träume anschauen, deine Träume, deinen Träumen folgen. Vielleicht bist du sehr stark verträumt, also vielleicht träumst du sehr viel oder denkst an deine Träume, Visionen, Wünsche, Sehnsüchte. Vielleicht begeht man auch so ein bisschen Weltflucht, sagt man das so? Ja, wenn man also so in so eine Traumwelt abdriftet, ja, viele machen das ja auch mit irgendwelchen Substanzen oder mit Alkohol oder mit Filmen oder Computerspielen oder das sind ja alles so Methoden, um sich in gewissen Traumrealitäten zu flüchten. Aber da geht es dann darum, diese Träume, diese Wünsche und Sehnsüchte, die man hat, auch wirklich umzusetzen, denke ich. Das ist hier wichtig, ja. Also zu sehen, was kannst du denn davon wirklich leben? Weil Realitätsflucht ist ja nie wirklich zielführend. So, und dann haben wir hier die so eine Kampfenergie. Da geht es darum, dass man möglicherweise hier irgendetwas bereut oder irgendwo verbittert ist. Gibt es irgendwelche alten negativen Energien, die hier noch bei dir, die du noch mit dir rumträgst? Das könnte etwas sein, was hier zum Beispiel losgelassen werden sollen. Ja, gibt es hier irgendwas, was du bereust, wo du irgendwo so ein Gefühl der Bitterkeit hast? Hast du hier irgendwelche Kämpfe gekämpft in der letzten Zeit oder hast du hier irgendeinen Kampf gewonnen? Also hier geht es darum, dass man hier einen Kampf gewonnen hat, weil man hier gekämpft hat für irgendetwas, aber jetzt im Nachhinein irgendetwas möglicherweise bereut oder jetzt so diesen bitteren Schmerz oder dieses, ja, so was Unangenehmes empfindet.
in Bezug auf einen Kampf, der hier gefochten wurde. Das weiß ich nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst. Das ist erstmal das, was hier jetzt sich zeigt. Wir schauen mal, was die Drachen jetzt hier dir empfehlen. Was ist wichtig für die Widder im Juli? Vielleicht bekommen wir darauf noch Hinweise zu diesen beiden Karten. Vergebung, ja, tatsächlich. Also das scheint hier wirklich doch Sinn zu machen. Es geht um die Vergebung. Vergib dir selbst und auch anderen und erfahre dadurch Frieden. Komm in Frieden mit dir und auch mit anderen, je nachdem. Vielleicht geht es bei einigen darum, Frieden in sich selbst zu finden, indem du dir selbst vergibst. Ja, und damit hier auch, wie gesagt, eine alte Last loslässt. Vielleicht auch ein karmisches Thema oder ein altes Muster. Es kann aber auch sein, dass du hier jemandem anderem vergibst, mit dem du hier irgendeine Auseinandersetzung oder einen Kampf hattest. Und somit in dieser Situation hier in Frieden kommst. So, und dann geht es hier um den Mut. Mut ist eine Widder-Energie, aber auch Löwe-Energie, die haben wir ja hier. Habe Mut, voller Vertrauen deinem Herzen und deinen Visionen zu folgen. Und damit sind wir dann wieder bei deinen Träumen hier auf der Karte. Ja, es geht darum, diese Wünsche und Träume auch zu verwirklichen, umzusetzen und nicht nur zu träumen in der Fantasiewelt. So, ich packe die mal ein Stück hier rüber und jetzt schauen wir in das Tarot für die Widder im Juli. Was zeigt sich da? Ich ziehe für jede Woche im Juli zwei Karten. Als ungefähres Richtmaß, natürlich ist das hier nicht taggenau zu verstehen. So, die hier ist rausgefallen. Der Magier. Da sehen wir Initiative. Für die Widder. Okay, der Magier und der Ritter der Stäbe. Das ist eine sehr feurige Energie. Sehr widdertypisch. Für die Widder im Juli. Was zeigt sich, was ist wichtig? Le Pendu, ja, der Gehängte. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier diese Karte habe. Der Stern. Königin der Kelche. Wir haben auffallend viele Könige und Ritter. Ja, zwei Ritter, zwei Könige hier, das ist ziemlich viel. So, also, wir sehen hier erstmal, ich schau mal hier unten zuerst. Ah, noch ein Ritter, König, also wirklich hier drei Könige. Da ist einiges an Personen hier irgendwie in deinem Feld. Das ist erstmal nicht klar, ob das deine Eigenschaft, also deine Energie ist oder die eines Gegenübers. Es ist hier aber wahrscheinlich, dass ich sag immer, der König der Münzen, dass es hier deine Energie ist, dass du hier sehr praktisch veranlagt bist oder sehr realistisch, sehr verlässlich, sehr beständig oder dass Sicherheit für dich gerade wichtig ist oder du hier versuchst gerade in die Fülle zu kommen, materielle Fülle oder bestimmte Werte vertrittst. Also eine sehr realistische Energie. Darunter liegt die Gerechtigkeit. Hier geht es darum, eine faire Lösung zu finden. Eine praktische Lösung, vielleicht eine praktische, kluge, faire Lösung zu finden. Ja, vielleicht bist du dabei, hier etwas richtig einzuschätzen, zu bewerten, zu analysieren, fair einzuschätzen, ja. Und da liegt das Ass der Münzen noch drunter. Also mit Fairness und praktischem Geschick hast du hier die Chance, etwas Bleibendes zu errichten, dein Glück zu machen, etwas Beständiges aufzubauen, etwas Langfristiges.
was dich in die Fülle bringt. Fülle und Stabilität ist hier eine unterliegende Energie, die hier mit einem klugen Urteil und einer fairen Lösung zu tun hat. Eine Gerechtigkeit, die sich hier einstellen will. So, wir haben hier in der ersten Juliwoche den Magier und den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine sehr ungeduldige Energie. Du willst irgendetwas manifestieren. Du willst irgendwas erschaffen. Mit dem Magier, der will immer irgendetwas erreichen. Und der geht in die Initiative. Der zeigt, dass er am längeren Hebel sitzt. Der ist in seiner Macht. Das ist seine Schöpferkraft. Ja, du willst hier irgendetwas manifestieren und nutzt all deine Fähigkeiten dazu. Alles, was dir zur Verfügung steht. Und ja, bist dabei auch ein wenig ungeduldig. Wir sehen ja sehr viel Leidenschaft. Ja, das ist hier auch dieses Haus 5. Mutig, du bist hier voller, sehr entschlossen, voller Ehrgeiz, sehr willensstark und sehr initiativ. Du willst hier, irgendetwas verfolgst du hier. Gehst in die Initiative. Ja. Die Königin der Stäbe, jetzt kommt hier wieder eine Person. Die Königin der Stäbe, das ist jetzt auch wieder möglicherweise deine Energie. Das wäre hier jemand, der auch wieder sehr leidenschaftlich, sehr temperamentvoll, sehr willensstark ist, sehr feurig, mutig, risikobereit. Es kann natürlich sein, dass das hier auch deine Energie ist. Es kann aber auch ein Gegenüber sein. Es könnte ein Mensch sein, mit dem du hier irgendeine Art Verbindung hast, der irgendwie wichtig ist oder eine größere Rolle spielt, der hier vielleicht auch sehr temperamentvoll auf dich einwirkt. Oder sehr inspirierend oder sehr willensstark. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt deine Energie ist oder die eines anderen. Aber was hier ganz klar auf deiner Seite liegt, weil das ist hier kein Zweifel, das ist der Gehängte. Der Gehängte zeigt, dass du hier feststeckst, dass du hier irgendwo in der zweiten Juliwoche das Gefühl hast, du bist in einer Art Stagnation, irgendwas bewegt sich hier nicht, irgendwas geht hier nicht voran. Man kommt hier nicht weiter. So, und da geht es immer darum, dass man eine neue Haltung, eine neue Perspektive einnimmt. Hier geht es darum, etwas anders zu tun, zu erkennen, dass du hier mit einem gewissen Verhalten oder bestimmten Denkmustern oder Einstellungen hier nicht weiterkommst. Und das ist der Punkt, wo jetzt der südliche Mondknoten greift, wo der jetzt anfängt, hier wichtig zu werden. Da geht es nämlich darum, eine alte Haltung zu überwinden. Der Gehängte ist so, ja, das erste Mal so im Tarot auf der Heldenreise, wo man wirklich mit seiner Lebensaufgabe konfrontiert wird. Also das Schicksalsrad, das konfrontiert dich mit deiner Lebensaufgabe, da erkennst du sie. Aber ganz oft ist es so, dass wir darauf nicht hören, sondern einfach das Gewohnte weitermachen, so wie immer, weil wir es so kennen und weil man nicht einsieht, warum sollte ich jetzt irgendetwas verändern, wenn doch immer alles gut war, so wie es war. Und dann kommt das Schicksal und zeigt dir, nee, so geht das hier nicht mehr weiter. Du musst dich jetzt ändern. Du musst jetzt bestimmte Verhaltensweisen ablegen, Dinge anders machen, anders betrachten, neu bewerten. Und das ist genau das, was jetzt hier mit dem Gehängten passiert. Das heißt, es geht darum, ein Opfer zu bringen, um nicht zum Opfer zu werden. Und dieses Opfer hat zu tun mit irgendwelchen überholten Denkweisen oder Einstellungen oder Mustern. Ja, es geht darum, etwas anders zu betrachten, neu zu betrachten. So, und es kann sein, dass du jetzt hier, ja, dass das mit einer Person zu tun hat. Es könnte sein, dass es darum geht, dass du hier mit einer Person vielleicht auch nicht weiterkommst. Mit einem Menschen. Es könnte jetzt in einer Verbindung hier sein, falls die Königin der Stäbe ein Gegenüber ist. Es kann aber auch sein, dass du mit deiner Leidenschaft oder deiner Impulsivität oder deiner Willensstärke hier, je nachdem, was das hier für eine Feuerausprägung ist hier, die hier dargestellt wird mit der Königin der Stäbe, dass du mit dieser Haltung hier nicht weiterkommst. Vielleicht ja mit dieser willensstarken, positiven, optimistischen Art. Grundsätzlich ist das was Gutes, was Wichtiges. Aber irgendwo hängst du fest, irgendwo geht hier was nicht weiter. Es kann sein, dass es diese Ungeduld ist, die dich hier nicht weiterbringt. Oder diese, irgendein impulsives Verhalten, habe ich so das Gefühl. Und dann kommt hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, für mich direkt der Hinweis darauf, dass es hier und mit dem Stern zusammen, ja, dass es jetzt wirklich hier darum geht im Juli, dass du dich jetzt anfängst, mit deiner inneren Stimme, deiner Intuition zu verbinden. Da geht es um
Mitgefühl, um Verständnis, um Selbstliebe, Selbstfürsorge. Es geht darum, die eigenen Gefühle und Empfindungen anzunehmen, aber auch vielleicht auf den Rat einer weisen Person, einer weisen, klugen Frau zu hören, die dir hier intuitiven Rat geben kann. Es könnte jemand sein, der dich hier intuitiv berät. Es kann natürlich auch sein, dass du hier einfach deine Träume verfolgst, ne? Die, die träumt. Dass du jetzt einfach deine Träume, deine Wünsche, Visionen hier wahrnimmst, in der dritten Juliwoche hier. Und diese verfolgst, intuitiv die Schritte befolgst, die jetzt dein Herz, deine Intuition dir hier sagen. Und das steht unter einem sehr guten Stern. Der Stern ist eine Schutzkarte. Eine der drei Schutzkarten im Tarot, die dir sagt, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du geführt bist, dass du neue Hoffnung hier auch bekommst. Glauben, Zuversicht, ja, dass du hier, der Weg, den du gehst, führt dich hier genau dahin, wo du sein sollst. Und ich habe das Gefühl, dieser Weg hat stark damit zu tun, dass du dich hier wirklich mit deiner Intuition verbindest oder mit deinen Wünschen, Träumen und Sehnsüchten. Also das ist ja auch nicht immer so getrennt zu verstehen. Deine Intuition gibt dir ja auch zu, vermittelt dir ja auch, was so deine Wünsche und Sehnsüchte sind. Ja, auf die Empfindungen hören. So, also wie gesagt, die Königin der Kelche könnte hier eine Person, ein Gegenüber sein, ein Mensch im Außen, der dir hier einen Rat gibt, der dich führt, intuitiv. Oder auch ein Mensch, mit dem du es zu tun hast, der irgendwie in Verbindung mit dir steht, der hier aber auch dich auf einen richtigen Weg führt oder mit dir hier irgendwie eine gute Verbindung führt, die dich an da bringt, wo du hin, wo du sein sollst. Oder es ist einfach deine eigene Energie und das, denke ich, ist hier der Fokus, dass du hier auf deine eigene Empfindung hier auch hörst. Und falls du diesen Zugang nicht dazu hast, dann ist es jemand, der dir das zeigt oder spiegelt in irgendeiner Weise. Hier haben wir jemanden, der auf dich zukommt Ende Juli. Da haben wir jemanden, der sich annähert mit einer Art Versöhnungsgeste. Da will sich vielleicht jemand mit dir versöhnen oder möchte dir sein Herz öffnen, ist dir irgendwie zugetan, löst Gefühle in dir aus. Es ist grundsätzlich eine Person, die mit angenehmen Gefühlen kommt, mit aufrichtigen Absichten und hier, wie gesagt, Gefühle auslöst. Es kann also sein, dass das der Mensch ist, der sich mit dir vergeben möchte. Der sich mit dir versöhnen und möchte und dem du vergeben könntest oder darfst. Wir sehen auf jeden Fall von dir hier eine sehr versöhnliche Haltung. Wir haben hier nämlich den Ritter der Kelche und der Ritter der Kelche ist hier eine Stimmung, eine Atmosphäre, die du verbreitest, die von dir ausgeht, beziehungsweise die hier in deinem Umfeld liegt. Also es könnte durchaus sein, dass sich jemand mit dir versöhnen will und du dafür offen bist. Oder dass jemand dir sein Herz öffnet, jemand dir. Ja, jemand dir hier das Wasser reicht, sagt man ja auch einfach, ne, bei dem Bube der Kelche. Jemand reicht dir den Kelch. Das sind Gefühle und du gehst darauf ein. Der Ritter der Kelche ist sehr zugewandt, liebevoll, offenherzig, verträumt, auch sehr intuitiv. Also es kann sein, dass du ja wirklich ganz, ganz klar deiner Intuition folgst, sehr, sehr empfindsam bist, empfänglich für Gefühle. Es kann sein, dass du verliebt bist, auch Ende Juli. Dass hier jemand kommt und in dir Frühlingsgefühle auslöst, ja, Verliebtheitsgefühle. Also das ist eine starke Empfindsamkeit und Hochgefühle, angenehme Gefühle, die wir hier haben, ausgelöst von einer Person. Könnte auch, es muss nicht immer so partnerschaftlich sein, es könnte auch eine Freundschaft sein, die dich beflügelt. Es könnte aber auch jemand im Job sein, der irgendwie dich unterstützt und wo du dich total wohlfühlst und mit jemandem eine schöne Verbindung findest oder unterstützt wirst. Also das ist, wie gesagt, nicht nur auf Partnerschaft bezogen, sondern es ist grundsätzlich eine Energie, die sich hier zeigt. Ja, eine faire und gerechte Lösung gibt es hier zu finden. Eine Fairness, eine Gerechtigkeit will sich einstellen. Eine Chance auf Beständigkeit, Fülle, und etwas Bleibendes, Erfüllendes, Glücklichmachendes hier zu erreichen. Das ist etwas, was auch immer so ein bisschen Disziplin braucht und Einsatz. Ja, aber hier geht es vor allem um deine Fairness. Fairness und Gerechtigkeit. Vielleicht hat dieses Urteil mit einer Person zu tun, wie gesagt, die hier sehr verlässlich ist, aber es kann auch darum gehen, dass du hier sehr praktisch und besonnen handelst.
Wir schauen mal jetzt, was die Orakelkarten hier noch weiter dazu beisteuern können. Ja, also der Fokus ist hier, wie gesagt, ganz klar der Gehängte und der Stern. Das sind die großen Arkana-Karten und natürlich der Magier. Ja, das sind immer die wichtigsten Energien, sind die großen Arkana. Die zeigen hier so die größten seelischen Prozesse, die hier stattfinden. Und da sehen wir ganz klar, es geht darum, hier etwas völlig neu zu bewerten, die Lebensumkehr, etwas anders zu machen. Ja, der Magier ist gut, das ist Initiative, das ist hier wirklich Schaffenskraft, du bist in deiner Schöpferkraft. Aber es gibt hier noch irgendetwas zu überwinden, eine alte Haltung zu überwinden, die mit alten Mustern oder Einstellungen zu tun haben. Und ich denke, da kommst du ran, indem du hier wirklich dich von deiner inneren Stimme führen lässt oder dich weise beraten lässt von jemandem, der hier intuitiv auf dich Einfluss hat, in einer sehr positiven Art und Weise. Ja, wir haben ja auch umgeben, den Gehängten haben wir umgeben von zwei Königen, von der Königin der Kelche und der Königin der Stäbe. Das könnten natürlich hier auch zwei Personen im Außen sein, die dich hier inspirieren, die dir weisen Rat geben oder wo du nicht vorankommst, wo es darum geht, jetzt etwas anders zu betrachten. Vielleicht geht es auch darum, etwas zu opfern, vielleicht auch den Einfluss dieser Person oder die Verbindung mit dieser Person zu verändern, falls es hier um diese Königin der Stäbe. Ja, das ist immer schwer, wenn man so viele Könige hat, das hier richtig für ein Kollektiv hier zu bewerten. So, da kommt der Marienkäfer. Ein Glücksbote landet in deinem Leben. Du wirst geliebt und geführt von der geistigen Welt. Verbinde dich mit den Marienkräften. Der Marienkäfer bringt dir Glück. So, dazu schaue ich mir jetzt noch die Botschaft an. Du erhältst neue Chancen und kannst auf eine glückliche Wendung in deinem Leben hoffen. Ja, das Ass der Münzen liegt ja hier drunter. Das ist eine Chance. Du bekommst eine neue Chance. Eine glückliche Wendung. Der Marienkäfer öffnet dich für eine positive, strahlende Grundhaltung in deinem Leben. Erwarte einfach das Beste. Du wirst geliebt und geführt durch die geistigen Welten. Hier der Stern. Du wirst geführt. Ich glaube, das wird dir auch gezeigt, was du hier anders machen sollst, was du hier loslassen musst. Bleibe dir und deinen Herzensempfindungen treu, ja, Königin der Kelche. Besinne dich auf dein inneres Kind, ja, auf das Staunen, die Unschuld und die Freude, die das Leben bringen kann. Wende dich an deine geistige Führung und besuche deinen inneren Garten. Hier wirst du alles finden, was du brauchst. Glück hängt nicht von den äußeren Umständen ab, sondern von deinen inneren Empfinden. Das Schicksal meint es gut mit dir. Nutze die Chancen, die es dir bietet. Beschreite auch ungewöhnliche Wege und betritt Räume, die du dir früher nie hättest vorstellen können. Ja, also das Geheimnis ist ja wirklich deine inneren Welten, deine Intuition, deine innere Führung für die Widder. Inneres Kind, da ist es nochmal. Ja, das ist interessant. Okay, die Fähigkeiten, das hatte ich ja auch gerade schon mal in einer anderen Legung. Also, hier sehen wir, der verletzlichste Anteil in dir braucht deine Fürsorge. Hier geht es darum, dass du dich wirklich um dein inneres Kind kümmerst, wie es auch schon hier bei den Marienkäfer angesprochen wurde. Das ist hier auch diese Selbstfürsorge. Das ist auch das Haus 5. Das Haus 5 ist nämlich das Haus, wo das Kind spielen gehen darf, wo man sich einfach für die Freuden und schönen Bereichen des Lebens öffnet und sich kreativ betätigt, frei von Zwängen. Es ist nicht das Haus des inneren Kindes, das wäre das vierte Haus, aber das fünfte Haus ist so dieser Ort, wo man das anfängt, ja, so positiv zu gestalten, diese Beziehung zum inneren Kind. Da gibt es vielleicht eine Verletzung zu heilen. Wir haben ja hier den südlichen Notknoten und Vergebung und wir haben den Eklat, wo es darum geht, etwas zu, wo man etwas bereut, wo man etwas vergeben muss.
wo man vielleicht auch bekämpft oder angegriffen wurde, wo es irgendeinen bitteren Kampf gab, wo es ja Verletzungen gibt. Und da darfst du dir und anderen vergeben und das loslassen, diese negative Energie loslassen, die Verletzung loslassen, die Verletzungen des inneren Kindes. Diese Botschaft, wenn wir uns mal anschauen, je besser du dein inneres Kind beschützt, desto mehr können seine lebendige, fantasievolle Zauberkraft und seine Lebensfreude in dein Leben fließen. Kennst du dein inneres Kind? Es ist ein äußerst emotionaler Anteil, der die Dinge manchmal anders sieht als der vernünftige, gereifte und bewusste Erwachsene in dir. Dein inneres Kind ist ängstlicher und zugleich mutiger, fantasievoller und in seinen Vorstellungen begrenzter, robuster und verletzlicher, als es dir bewusst sein mag. Wenn dir nicht klar ist, dass du sehr unterschiedliche innere Anteile hast und wenn du nicht weißt, dass die älteren Hirnteile, das sogenannte Emotionalhirn, das in seiner Vielschichtigkeit durch die verschiedenen inneren Kinder verkörpert wird, dich stärker beeinflussen als dein bewusster, gesunder Menschenverstand, dann handelst du nicht aus deinem höchsten Bewusstsein heraus. Dir steht nicht deine volle Kraft zur Verfügung, wenn dein inneres Kind Angst vor Veränderung, vor Beschämung, vor dem Verlassenwerden oder vor dem Verlust von Liebe hat. Stelle dir dieses innere Kind vor. Stelle dir nun vor, es gäbe in deinem Herzen einen wunderbaren Ort, an dem es frei und geborgen zugleich ist, an dem es spielen kann, statt zu versuchen, dein Erwachsenenleben zu meistern. Es gibt an diesem Ort einen Hüter, einen besonders lichtvollen Engel, der es beschützt und ihm alles gibt, was es braucht. Bringe das Kind in Gedanken an diesen Ort in deinem Herzen. Bringe es von außen nach innen, damit es sich sicher und geschützt fühlt. Das macht dich frei, dein Leben aus dem erwachsenen Ich heraus zu meistern. Und das brauchst du, wenn du diese Karte ziehst. Wenn du nicht mehr aus dem inneren Kind heraus agierst, wirst du handlungsfähig, bist weniger emotional, sondern klarer und kannst deine Position besser vertreten. Du bist freier, deine Kreativität zu leben, wenn du nicht mehr so viel Sorge hast, verletzt zu werden. Sorge, verletzt zu werden, Vergebung, ne? Hier ist diese Freiheit für die Kreativität. Ja. Also darum geht es hier. Die neue, und es geht auch darum, neue Fähigkeiten in dir zu entdecken. Neue Fähigkeiten. Das müssen wir uns nochmal. Und deine Fähigkeiten natürlich auch zu nutzen, die du hast. Das macht ja auch der Magier. Ja, der Magier nutzt seine Fähigkeiten. So, ja, wenn man sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess befindet, hat man das Gefühl, nichts zu wissen und nichts zu verstehen. Es ist dir nicht bewusst, doch diese Karte sagt dir, erst wenn die Veränderung im Außen sichtbar wird, wirst du erkennen, was du schon alles weißt und was in dir gereift ist. Fühlst du dich unzulänglich? Zweifelst du an dir? Hast du große Pläne, ruft das Leben zu Aufgaben, ruft dich das Leben zu Aufgaben, die dir außerhalb deiner Reichweite zu sein scheinen? Fragst du dich, wie das, was auf dich zukommt, meistern sollst und möchtest du dich am liebsten in deine enge, aber vertraute Komfortzone zurückziehen, obwohl dein Herz für eine neue Aufgabe schlägt? Ja, das ist verständlich, aber nicht nötig. Du schaffst das. Das Leben sagt dir, du bist soweit. Du hast alles, was du brauchst, bereits in dir. Es ist nur noch nicht aktiviert. Gehe deine Aufgaben an, sage ja, traue dich. Du wirst alles, was du brauchst, um deine neuen Aufgaben zu meistern, ob beruflich oder privat, in dir finden. Ja. So, abschließend hätte ich gerne hier noch eine Abschiedsbotschaft hier für die Widder zum Juli. Mut, habe Mut. Die schönen Farben finde ich hier auch gerade. Gerade fallen mir ins Auge hier diese grünen. Die Führerschaft, ja, übernimm die Führung und rechne mit Wundern. Das Wunder steht ja auch im Zusammenhang mit dem Stern. Denn Wunder sind möglich. Du darfst hier ganz im Vertrauen sein, dass Wunder hier sich für dich zeigen können. So, aber die Führerschaft sagt, es geht ja darum, dass du in die Führung gehst. Der Polarstern.
Wie der Polarstern ein Leuchtfeuer für Reisende in der Dunkelheit der Nacht ist, so bist du ein Leuchtfeuer für andere. Es ist an der Zeit, dass du ins Licht trittst und deine Führungsrolle beanspruchst. Du bist Lehrer, Pilotin, Hüter und Heilerin, eine wahre Anführerin bzw. Anführer. Stehe für diese Gaben ein, tritt ohne Scheu hervor und lasse die Welt dein Licht sehen. Die größten Anführer sind Menschen, die wissen, was Demut ist und die anderen die Tore zum Erreichen der Träume öffnen. Solltest du dich bislang im Hintergrund gehalten haben, so ist es jetzt an der Zeit, dein Versteck zu verlassen und ein Licht für andere zu werden. Dadurch wird dein Stern umso heller strahlen. Ja, ihr Lieben, das ist, was ich hier sehe für die Widder im Juli. Stelle dich deiner Aufgabe voller Mut, voller Vertrauen in deinem Herzen und folge deinen Visionen. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich Nützliches herausziehen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Gerne auch über ein Abo oder einen Kommentar von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.